Genau auf Hut und dann geht's schnell. Hut auf Endemann. Nächstes Tor. Zufrieden Vivian Endemann. Natürlich auch. Die kam ja einst aus Essen im vergangenen Sommer. Reinrotiert in die Startelf. Tor erzielt. Wolfsburgs Überlegenheit drückt sich auch in Zahlen aus. 3:0 zur Pause vor den Augen der verletzt fehlenden Topstürmerin Alexandra Popp. Sofort nach, viel läuft über die rechte Seite, diesmal über Endemann, er hat ganz viel Platz. Sterner ist das direkt vor die Füße von Pajon, auch der ist drin. Ganz krummes Ding der polnischen Weltklasse-Stürmerin, die ja nach einer Verletzung erst vor kurzem zurückgekehrt ist. Beweist sie auch hier wieder, selbst wenn sie den Ball gar nicht richtig trifft im Tennis, wäre es ein Slice-Lob. 2:11 nach dem Tor von Brandt legen die Titelverteidigerinnen nach. VfL macht sofort weiter, wo er aufgehört hat, nach dem Wechsel Endemann. Das ist Kalmar. Winkler, sein Team spielt fast körperlos. Kurz darauf wieder die grün-weißen. Endemann, wie aufgedreht, sieht Brandt. Feiner Doppelpass, wieder Endemann und der ist auch drin. Doppelpack der ehemaligen Essenerin. Bärenstark, die junge Wölfin gegen ihr altes Team. Aber das präsentiert sich mittlerweile desolat. Kein Gegnerindruck, keine Körpersprache, keine Intensität. Und Essen besteht mindestens mal ein Klassenunterschied. Schlussphase Endemann, 7:0, Dreierpack gegen ihren ehemaligen Verein. Und das ist immer noch nicht das Ende. Svenja Hut, sie darf sich auch einreihen in die Torschützinnenliste. 9:0 der Endstand. Wolfsburg gewinnt das 49. DFB-Pokalspiel nacheinander und zieht zum 10. Mal in Folge ins Finale ein. Es ist, glaube ich, eine unglaubliche Serie, die wir hinter uns haben, die wir aber auch nicht reißen lassen wollen. Und von daher werden wir im Pokalfinale alles geben und hoffentlich den Pokal wieder mit nach Hause nehmen. Es wäre dann die 10. Titelverteidigung. Das beeindruckt in Wolfsburg auch die ganz Kleinen, so wie Huts Sohn Emil. Jan Endemann, es geht nach Köln. Wie groß ist die Freude darüber? Ja, riesengroß. Ich glaube, es ist jetzt noch gar nicht so arg zu realisieren, dass wir wirklich nach Köln fahren. Ich glaube, das kommt dann vielleicht später. Aber natürlich freuen wir uns enorm, dass wir jetzt das Spiel gewonnen haben. Wie sehr können Sie realisieren, was Sie hier heute für eine Gala-Vorstellung auf den Rasen gelegt haben mit 3 Toren und 1,5 Vorlagen? Ich glaube, das war einfach die ganze Mannschaft. Da will ich mich gar nicht irgendwie hervorheben oder irgendwas. Das war die ganze Mannschaft, was wir heute auf dem Platz geleistet haben. Jeder ist für jeden irgendwie gelaufen. Man wusste, okay, wenn ich jetzt nicht an den Ball komme, ist die nächste da. Und auch wie die Bälle dann für mich auch ankamen, dass ich den Ball dann ins Tor schießen konnte, da wurde es mir auch leicht gemacht. Und von daher war es einfach eine überragende Teamleistung. Diese Spielfreude hörte ja auch nicht auf, ne? Also stand ja 6-0, 7-0 und ihr wolltet immer noch weitermachen. Ja, klar. Also wir sind immer hungrig auf Tore. Ich glaube, die letzten Wochen waren nicht so leicht. Von daher, glaube ich, haben wir uns ein bisschen vielleicht den Frust von der Seele gespielt. Haben dann auch nochmal durchgewechselt. Die Neuen, die haben dann auch nochmal Bock, sich zu zeigen, ein paar Tore zu machen. Und es hat einfach Spaß gemacht. Wie groß ist der Traum vom Titel? Ja, sehr groß. Ich glaube, wir stehen jetzt im Finale. Natürlich wollen wir dann auch den Pokal holen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Von daher, sehr groß.